ihm nicht so gut. Und nun Adam Malisch. Bei ihm hat man auch das Gefühl, bleibt das so, dass die Bilanz sich nicht erweitern lässt, dass es da bei den drei Weltcup-Siegen bleibt aus der Saison 96-97. Man muss warten können. Martin Höllwart hat es zum Beispiel in Hinterzarten demonstriert. Es geht nichts mit Gewalt im Skispringen. Und vielleicht schafft es auch noch mal der Adam Malisch. Zumindest dieser Sprung von 93 Metern, der war wieder sehr, sehr gut. Von der Haltung sogar der beste.